Nach der Nullnummer in Halle wäre auch ein Tor mal wieder schön. Dafür steht er, Dominik Martinovic. 7 Stück hat der 23-Jährige erzielt, nach Beckenprellung zurück. Boyamba bleibt dafür auf der Bank, genauso wie Dos Santos und Garcia. Kostli nach Gelbsperre zurück und Guaida in der Startelf von Patrick Löckner. Er ja ein alter Wirkungsstätte. 2018 bis 2019 war er Trainer der Viktoria mit kuriosem Ende. Ein Spieltag vor Saisonende war Köln Tabellenführer. Löckner wurde trotzdem entlassen. Köln stieg am letzten Spieltag in die dritte Liga auf. Und Löckner durfte nicht mitfeiern. Schnee von gestern, seine Mannheimer in Weiß von links nach rechts, früh defensiv gefordert. Köln 5 Spiele ohne Sieg, aber gleich da mit Bunyaku. Aber auf Abseits entschieden von Schiedsrichter Braun, Albert Bunyaku. 48 Spiele Bundesliga-Erfahrung, hier nicht aufzulösen, ob in der verbotenen Zone. Nach 2 Minuten schon optische Überlegenheit für das Team von Trainer Pavel Dotschev. 2021 die Kölner noch torlos, heute aber gewillt. Der Waldhof kann sich kaum befreien. Wunderlich mit der Chance, hat hier zu viel Platz, Schuster aber dann noch entscheidend dazwischen und Lorch mit dem Scherenschlag in die Wolken. Die Szene zeigt, dass sein Team, Blöckners Mannheimer, noch nicht wirklich drin sind hier in den ersten Minuten. Weiter geht's mit Freistoß. Wunderlich! Kölns Kapitän nicht schlecht. Es fehlen ca. 30 cm. Mike Wunderlich mit 4 Treffern, Kölns zweitbester Torschütze. Waldhof aber offensiv komplett unauffällig. Und dann noch mit solchen Problemen im Spielaufbau. Schuster. Dann geht's wieder über die rechte Seite der Kölner. Bunyaku zum ersten, Bunyaku zum zweiten, aber diesmal Gulke dazwischen. Die Elf von Pavel Dotschev, das klar bessere Team Mannheim. Die erste halbe Stunde offensiv nicht zu sehen. Dann mal Marcel Kostli mit dem öffnenden Ball. Wichtig, dass Kostli wieder dabei ist. Und auch Martinovic, aber hier erstmal abgedrängt. Wer ist dabei? Er hat das Auge für Schuster, aber Cueto, der Offensivmann, noch dazwischen. Auch Kostli kommt da nicht mehr ran. Ein Sieg, 3 Unentschieden, klingt okay für Patrick Löckner in 2021. Aber Ferrati und Christiansen, die Stützen des Teams, fehlen. 5 Minuten vor der Pause. Gottschling auf Sagiri, 2 ehemalige Kölner im Zusammenspiel. Sagiri hier hübsch vorbei und auf Martinovic. Größte Chance, kurz vor der Pause. Der Ball von Stellwagen noch leicht abgefälscht, wäre aber auch sonst schwer geworden für Martinovic. Wir sind in der Nachspielzeit. Nochmal ein Freistoß. Guaida wird gefährlich. Dann Kleefisch dazwischen. Und dann geht's ganz schnell. Ab die wilde Fahrt über Cueto. Handle auf der rechten Seite. Wunderlich. Nicht optimal gespielt, aber da ist Koronkiewicz dabei. Und Handle komplett durchgestartet. 1:0. Für Köln. Erstes Saisontor für den 27-Jährigen, weil Mannheim beim Freistoß natürlich komplett aufgerückt ist. Und dann geht das bei Köln ganz schnell. Kleefisch als Retter kurz vor der Linie. Und dann ist das ein Bilderbuch-Konter, den Handle selbst mit einleitet. Entscheidend beteiligt. Koronkiewicz dann im Vollspeed im Gegensatz zu Quadwo und Handle wie ein 100-Meter-Sprinter bis zur Grundlinie durchgestartet. Mannheim zur Halbzeit ausgekontert. 1:0 der Pausenstand im altehrwürdigen Sportpark Hünenberg. Und das ist verdient durch ein klares Chancenplus. Zur zweiten Hälfte bleibt dann der unauffällige Quadwo draußen. Für ihn kommt Rafael Garcia, der Deutsch-Spanier, konnte die Saison noch nicht so oft glänzen. Kommt jetzt mehr vom Waldhof. 48. Minute. Martinovic, Sagiri und draußen ist Kostli mit seinem starken Rechten. Schaut, flankt und sieht Garcia. Das ist mal ein Einstand. 1:1 hat Köln wohl noch nicht mitbekommen, dass er mitspielt. So frei wie Rafael Garcia da ist und so einfach ist Fußball. Marcel Kostli, eminent wichtig für Mannheim. Schon die 5. Torvorlage, die Flanke ist scharf und präzise und technisch ist das dann einfach gut. Von Garcia 3. Saisontor. Und plötzlich zeigt Mannheim ein anderes Gesicht, ein offensives Gesicht. Sie können es ja spielstark und auch kampfstark. Gute Balleroberung, Sagiri direkt weiter auf Kostli. Durchgestartet, lässt sich nicht abschütteln, wie eine lästige Fliege. Marcel Kostli
5 Minuten nach dem Ausgleich. Jetzt ist Zug drin und da scheint jemand die richtigen Worte gefunden zu haben in der Kabine. Das Glöckner-Team deutlich agiler, deutlich offensiver. Wieder Marcel Kostli eingesetzt, links Martinovic, schwieriger Winkel, aber für Kostli. 66. Minute, Boyamba kommt dann für Guaida, der hat da drauf mal gar keinen Bock, gibt seinem Chef noch ein paar warme Worte mit, aber Patrick Glöckner lässt sich das nicht bieten, nach dem Motto, hey, ich treffe hier die Entscheidungen und wenn du raus musst, dann musst du raus. Waldhof aber weiter gut drin in der Partie, mit dem Neuen, mit Boyamba. Vorteil läuft und auch Doncor läuft. Doncor, Martinovic, wieder Doncor, Spiel gedreht! 70. Minute, Anton Doncor. Erstes Saisontor für den Linksverteidiger. Und das spielt Waldhof Mannheim extra klasse. Gut, dass der Vorteil gegeben wird. Doncor, Martinovic steckt durch. Klasse gespielt. Und es ist der 7. Assist für Mannheims Topscorer Martinovic. Wie auf dem Bierdeckel wird Köln ausgespielt. Und Waldhof Mannheim, zum ersten Mal erzielen sie 2 Auswärtstore in einem Spiel und sie sind auf bestem Weg zum 3. Sieg in der Fremde, denn sie bleiben dran. 2021 weiter ungeschlagen. Sie wollen mehr. Kostli wieder auf Zagiri Milic. Kostli sowieso auffällig, aber auch Zagiri hier mit starker Einzelleistung, starken Abschluss, ein Kölner Bein noch dazwischen und in der zweiten Wiederholung zu sehen, auch der ehemalige Bundesliga-Keeper Sebastian Milic. Die direkt anschließende Ecke, Garcia und Martinovic, wieder Milic. Was ist eigentlich mit Köln in der zweiten Halbzeit los? Von der Docev 11 kommt gar nichts bis zur 85. Minute, dann mal über einen hohen Ball auf Cueto, kein Foul, wunderlich und Königsmann hat den sicher. Timo Königsmann, seit Januar ja die neue Nummer 1 bei Waldhof Mannheim. Hier mit einer ganz wichtigen Rettungstat. Für mich hier natürlich kein Foul und dann Königsmann sicher. Nachspielzeit, Mannheim in der zweiten Hälfte klar besser, Köln wacht erst in den Schlussminuten nochmal auf, wirft jetzt alles nach vorne. Über Umwege kommt der Ball zu Marcel Risse und Segert mit ganz wichtigem Kontakt. Ist hier noch dazwischen, sonst hätte es nochmal gescheppert. Aber die Ecke gibt's noch. Köln, Keeper Milic mit vorne. Segert, der Kapitän, wieder dazwischen. Nochmal rein und Golke nochmal raus. Und dann ist es geschafft für Waldhof Mannheim. Der 3. Auswärtssieg der Saison. Patrick Glöckner jubelt gegen seinen Ex-Club nach einer großen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Waldhof Mannheim bleibt 2021 ungeschlagen. Dienstag wartet mit Dresden dann eine echte Reifeprüfung. Aber das Gute, nach tausenden Kilometern im Bus und vielen Nächten im Hotel dürfen die Mannheimer vorher im eigenen Bett schlafen. Sie haben endlich mal wieder ein Heimspiel.